Einen perfekt organisierten und durchgeführten Tag erlebten wir Anfang Mai 2013 mit Otto aus dem Aledia-Team. Wir buchten die Tour Koba, Punta Laguna und waren restlos begeistert. Der deutschsprachige Guide führte uns mit der idealen Dosis an Infohäppchen in Koba, bestieg mit denjenigen, die keine Höhenangst hatten, die 42 Meter hohe Maya-Pyramide, die übrigens die höchste in Mexiko ist, und führte uns anschließend zur rasanten Taxitour durch den Dschungel. Schon der Beginn war ein echtes Kulturschmankerl. Bei der nächsten Station hieß es Klamotten runter, Badesachen an und ab in die Zenote, einen sogenannten heiligen Brunnen. Ich habe selten so klares Wasser gesehen und es war eine willkommene Abkühlung. Informiert stoppten wir kurz darauf bei einer echten Maya-Familie, ließen uns die Zubereitung eines traditionellen Hühnergerichts zeigen und stellten unsere ersten Tortillas her. Was für ein Gaumenschmaus das war. Den Tag beschlossen wir im Naturschutzgebiet Punta Laguna. Hier war Action angesagt. Gut gesichert schossen wir nacheinander die rund 250 Meter lange Zipline hinab und überquerten per Kanu eine wunderschöne Lagune. Nachdem wir dem Brüllaffen eine Weile zugehört hatten, rundete eine Maya-Zeremonie diesen abwechslungsreichen Tag ab. Wir sind uns sicher, dies war nicht unser letzter Ausflug mit Aledia-Tours.